So, mein Moin im Bastelzentrum. Heute haben wir wieder mal folgendes Problemchen, und zwar der neue Vergaser auf die Susi soll montiert werden. Und laut Hersteller passt mit Lenker und so alles wunderbar drauf. Aber wie wir sehen, habe ich hier schon mal eins der vielen Übel in der Hand, nämlich den Gasbodenzug. Sicherlich passt der schon, aber sieht halt nicht schön aus, weil saumäßig verlegt und spannt ganz schön, und wenn man dann mal in der Kurve fährt und fährt, das Ding bleibt hängen. Das ist natürlich nicht so berauschend, von daher geht es ein bisschen sicherer, sicherlich auch ein bisschen besser. Von daher gibt es was Wunderschönes, nämlich Bautenzüge aus dem Zubehör. Allerdings haben die einen Nachteil. Ihr seht, die sind noch nicht verlötet, aber kein Problem. Hier gibt es für Kupplung, Gasbremse in verschiedenen Stärken, Materialien mit Nippeln zum Schrauben und zum Löten. Ich bevorzuge Löten, weil beim Schrauben spleißen die scheiße Dinger meistens auf. Oder fängt an der Schraubstelle an mit Rosten oder. Eine sichere Verbindung ist dann immer das Löten. Hier habe ich schon mal einen ausgepackt, und zwar ist das der Gaszug. In der Verpackung mit drin, es sind die Lötnippe. Kosten tun die nicht die Welt. Das sind Seilzüge aus dem Zubehör. In der Regel kosten die so um die 5 Euro, sag ich mal. Also ist nichts Weltbewegendes. Ja, allerdings hat man dann die Freude mit der Bastelei. Man muss, ich habe hier schon mal was vorbereitet, man muss die nämlich erstmal reinschieben in die Hülle. Was natürlich nicht bei ist und was ein bisschen scheiße ist, das sind die Einstellschrauben. Das ist, hier ist halt so der Blanko-Seilzug. Ups, da kommt man auf der anderen Seite gar nicht raus. Diese wäre viel zu kurz. Wie soll ich das denn bitte verstehen? Oder die Hülle ist viel zu lang, kann natürlich auch sein. Aber eigentlich sollte das schon ineinander passen. Also, Einstellschrauben. Am normalen Bautenzug, seht ihr ja, haben wir einmal oben eine abgeknickte, aufgesteckt auf die Hülle. Und unten auch noch eine, die quasi unten in den Vergaser geht. Wo man natürlich die Trommelklappen bedient. Ja, ist natürlich ein kleines Problem, sind nicht bei, habe ich natürlich auch vergessen zuzukaufen. Könnte man jetzt noch online machen, ist aber dann heute nicht da. Ich will es natürlich heute erledigen. Also haben wir heute mal das Thema Bautenzüge löten. Und dann werde ich die fiese Sache in Angriff nehmen und werde den alten Bautenzug einfach zerschneiden. Und die Einstellschrauben vom alten für den neuen nehmen. Klar, Bautenzug zerschneiden tut immer weh, aber was soll's. Ich mir jetzt wieder mal das Wochenende versaue. Nehmen wir halt das, was wir haben. Gut, dazu gleich mehr. So, damit das Ganze auch hinhaut, habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich eine Länge genommen. Und zwar eine mir angenehme Länge. Das heißt, vom Gasgriff Unterkante bis Eingang Vergaser sollte die Hülle lang genug sein. Ich habe mir jetzt hier mal ein Stück genommen, habe das so pauschal für mich abgemessen und halte das mal kurz an den Originalen. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, wie lang der Originale ist. Und gute 15 cm länger ist natürlich der neue. Also ihr seht, wer es ordentlich machen will, braucht das Ganze natürlich ein Stückchen länger. Ist dann auch sinnvoller. Und freundlicher was Moped. Und natürlich sicherer zum Fahren. Was dabei natürlich wichtig ist, um das Ganze durchknippen zu können, braucht man ordentlichen Seitenschneider. Passt auf, dass ihr den Seilzug vorher rausgezogen habt, sonst knippt ihr den mit durch. Das wäre dumm. Ja. Das ist nun weniger rückgängig zu machen. Sicherlich kann man zum Verlängern noch ein Stück dazwischen setzen, wenn es denn so sein müsste, aber es halt nicht Sinn und Zweck der Geschichte. So, nun kommen wir zur Vorbereitung. Wenn man das Problem,
Wir haben unten und oben jeweils diese Nippel. Ich hoffe, man erkennt das gut. Die neuen sehen ein bisschen eigenartig aus. Muss man sehen, ob man die verwenden will. Weil, wie gesagt, das sind universale Schraubnippel. Man muss sie nicht nehmen. Man kann es lösen. Also einfach, um nur mal zu demonstrieren, es ging ja auch mit Verschrauben. Ich hoffe, man erkennt das hier so ein bisschen. Eine kleine Madenschraube hier rein, das Ganze durchs Loch fädeln und mit einem kleinen Schraubendreher anziehen. Und theoretisch hat man jetzt schon eine feste Verbindung und könnte das am Gasbodenzug einhängen. Wem das so gefällt, warum nicht? Wem es nach ein paar hundert Kilometern dann rausrudelt, der wird fluchen, weil er irgendwo auf der Autobahn steht und der Gaszug ausgerauscht ist, ausgerutscht ist. Sorry. Ja, und dann steht man da irgendwo in der Prärie, vielleicht noch bei Scheißwetter, Klammerpfoten, kein Werkzeug dabei. Verständlich, man ist am Kotzen. Also immer ordentlich festgemacht. Hält die ganze Chose um einiges länger. Nun haben sich schon einige gefragt, da sind ja noch mehr so eine Dinger bei, wofür sind die? Das sind einfach nur die Hülsen für den Seilzug, die kommen hier oben drüber, damit er nicht ausfranst und nicht anstößt, sind einfach nur aufgesteckt. Und sieht natürlich einfach schöner aus. Wie gesagt, verhindert das Ausfransen am Anschluss. Kann man auch weglassen oder andere aufmachen, je nachdem wie man möchte. Okay. Kommen wir da zurück. Ich habe eben eine Frage bekommen. Dann kommen wir ja nebenan, ob man denn nicht die Schraubnippel auch verlöten könnte. Das ist eine gute Frage, habe ich noch nie probiert. Aber werde ich mal ausprobieren. So, okay, und nach der Frage mit der Lötpistole, muss nicht sein, ich habe jetzt mal einen 10 Euro Lötkolben oder 8 Euro Lötkolben aus dem Baumarkt her, damit ihr seht, dass es damit auch funktioniert. Den Originalbodenzug habe ich abgeknippt, habe den Bogen mit Verlängerung genommen, den Hülsenkopf, den Schlauchkopf braucht man nicht mehr, kann man so original unten einführen. Und jetzt das Oberteil verlöten. So, wer hat, sollte nach Möglichkeit eventuell eine dritte Hand verwenden. Also das ist quasi so ein Halter mit zwei Krokodilklammern dran und einer Lupe, wer sie braucht. Ich bin glücklich, noch brauche ich sie nicht. Aber wer weiß. Man weiß ja heute nie, was morgen sein wird. Also okay, ich nehme jetzt das Original, und zwar diese Schraubhülse, schraube die auf. Der Kram liegt auch in Einzelteilen in den Tütchen, habt ihr ja gesehen, das ist ganz kleinen Kram, passt auf euch, dass euch die Maden nicht runterfallen, das ist echt kleines Gerödel. So, dann nehme man etwas Lötfett, okay, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen und mache ein bisschen viel rein. Aber ich möchte den Schraubanschluss ja auch verzinnen ordentlich und möchte, dass das hält. In der Annahme, dass das hier kein vernünftiger Stahl ist. Ich habe es natürlich nicht probiert. Man hätte den vorher mal ins Wasser legen können, dann hätte man ihn sehen können, ob der Zinn überhaupt annimmt. Okay, annimmt, habe ich annimmt gesagt. Ich bin auch schon durch den Wind ein bisschen. Na egal. Okay, jetzt versuchen wir das mal. Verzinne ich den Seilzug. Damit verhindere ich auch schon mal, dass der aufgeht. Wichtig ist, gut vorwärmen. Ihr seht, jetzt fängt das
Jetzt ist der Spaß schon mal sauber verzinnt. Jetzt können wir das Schraubstück aufsetzen. Lasst euch von dem Zischen nicht stören, das ist nicht mal schlimm. Das gehört dazu, wenn es heiß ist. Passt natürlich mit den Fingern auf. So, und dann ordentlich festgeschraubt. Ordentlich festgeschraubt ist ja auch so ein Witz. Hätte trotzdem mir sein können. So. Nimmt man das natürlich in die Hand, schraubt sich besser so richtig fest drin, dass ich das nicht lösen kann. Dann nach Möglichkeit so rum einspannen, dass das Lötzinn jetzt nach unten laufen kann. Jetzt der Kram spielt mit. Falls nicht, stellt einfach irgendwas von unten runter, damit es auf der Seite oben bleibt. Da seht ihr das. Ja, hier ist es doch richtig. Halleluja, fällt schon wieder alles nach unten. Dass wir den Spaß gut erhitzen. Vor allen Dingen auch das Stück. Weil das sind halt nur da, wo es auch gut erwärmt worden ist. Das heißt, wenn jetzt der Salz so heiß ist und der Rest ist kalt, bringt das ja nicht, dann hat man die sogenannte kalte Lötstelle. Das Lötzinn verbindet sich dann nicht. Ja, und im Endeffekt hat man dann das, was man nicht will. Es löst sich recht schnell wieder. So. Aber ihr seht, jetzt fängt es schon an zu kochen. Es läuft rein. Perfekt. So, ich sah mal ein bisschen rum. Ihr seht schon, da unten bildet sich schon ein riesen Tropfen Lötzinn. Es ist beides jetzt heiß genug. So, das war jetzt wieder mal unvorbereitet. Ihr seht, das ist gut verlaufen. Hier unten diese riesen Perle, die hier dran hängen, die habe ich jetzt mal vorsorglich abgeknippt. Es ist noch ein bisschen warm, aber nicht weiter schlimm. Macht das ordentlich sauber, weil das Lötfett ist auch nicht ohne. So, jetzt haben wir natürlich den Überstand hier. Das knippen wir einfach sauber ab. Das war schon ein Stück zu hoch, also alles was hier übersteht, einfach abknipsen. Das schön glatt machen. Damit das nachher gut reinpasst. Wer möchte, wem das besser gefällt, wie mir zum Beispiel, ich habe hier ein paar Schlüsselfeilen rumhängen, dann kann man das, ist halt das Lötchen mit einem Stück Draht, kann man das scharfkantige, die scharfkantige Oberseite auch anfeilen. So. Weil bei den neuen Gasgriffen ist ja drin, auch nichts mehr aus Metall, das ist ja Mist aus Kunststoff. Damit verhindert man halt, dass das fiese Spuren hinterlässt. So, es ist gut vollgelaufen mit Zinn. Das heißt, auch die Schraubverbindung ist verzinnt. Es ist fest wie Sau, es lässt sich nicht drehen auf dem Seilzug. So, nun hat man schon die erste feste Verbindung. Nippel drauf.